du noch lange? Nicht mehr lange. Gut. Gut siehst du aus. Das ist auf jeden Fall ein Feuchtigkeitsfleck, sage ich dir. Ein Feuchtigkeitsfleck, hundertprozentig. Muss da irgendwo einlecken. Ich bin gerade nebenan aufs Bett gestiegen und habe die Decke abgelassen. Also, die Diagnose lautet sehr, sehr feucht. Wie furchtbar. Ja, was mich nur in meinem Verdacht bestätigt, dass diese Burschen, die 6 Monate auf unserem Dach rumgekrabbelt sind, keine Ahnung von ihrem Job hatten. Ach. Was machst du da? Ich will sehen, ob ich die reparierte Stelle finde. Da muss es irgendwo reinlecken. Du fällst gleich aus dem Fenster. Nein, nicht zu sehen. Die Dachrinne ist davor. Arbeit! Ernest. Da muss dringend mal was dran gemacht werden. Das Ding hängt an einer Seite völlig frei. Ein riesiges Stück Dachrinne hängt nur noch an einer einzigen Halte. Habe ich dir das eigentlich erzählt? Mir noch nie aufgefallen. Heute Nachmittag hat Susanna angerufen. Ach ja, hat er. Nein, nicht er. Susanna. Wer? Susanna. Ah ja, reizende. Also es ist sehr, sehr, sehr beunruhigend, diese Dachrinne, muss ich dir sagen. Ein kleiner bis mittelgroßer Regenguss und wir haben Wasserfall im Esszimmer. Sie klang sehr aufgeregt. Mhm. Zwischen dir und Trevor sieht es gar nicht gut aus. Ja, schön. Es ist 20 nach. Das ist wir haben für 8 bestellt. Naja, Sie werden uns den Tisch freihalten. Ja, vielleicht auch nicht. Selbstverständlich. Ja, man weiß nie heutzutage. Sie werden uns den Tisch freihalten. Wir sind Spargäste. Ja. Wir kommen jedes Jahr. Ja, dein Hochzeitstag, ja. Und deiner. Ach ja, richtig. Stimmt. Ach, herrje. Oh, ich glaube, ich hätte die Spur noch mal überbürsten sollen. Na, dann mach's doch. Ach, bist du nicht, ich merke sowieso keiner. Ich habe das Gefühl, zwischen Susanne und Trevor kommt bald zum großen Knall. Ja. Er war immer ein schwieriger Junge. Ja. Manchmal denke ich, wenn du dich mehr um ihn gekümmert hättest. Ich mich nicht gekümmert? Ja, natürlich nicht, dass mir die Common Wort gewechselt, als er klein war. Weil ich meine, mich zu erinnern, stundenlang mit ihm geplaudert zu haben. Plaudert. Ich rede von ernsthaften Gesprächen. Gespräche über wichtige Dinge. Ein Vater sollte sich mit seinem Sohn unterhalten. Hm? Über wirklich tiefgreifende Dinge. Ja, da bleibt den ernsten Vätern aber nicht viel Gesprächsstoff, meinst du nicht? Genau, das ist so typisch, wenn ich das mal sagen darf. Dann gehen wir das doch zu. Wir waren keine guten Eltern. Du hast überhaupt nichts gemacht und ich habe versucht, dafür einen Ausgleich zu schaffen. Und darum ist er heute so, wie er ist. Ich meine, wenn er eine ausgeglichene Kindheit gehabt hätte, hätte er nicht so total in Sinn für Proportionen verloren und Susanna geheiratet. Ich meine, das ist eine Gelegenheit. Lieber! Ja, bei den wenigen Gelegenheiten, wo man die beiden zusammen sieht, da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie, es ist schrecklich, so zu sagen, aber dass sie für Trevor nicht robust genug ist. Er braucht eher eine thematische Frau. Dies andere Mädchen zum Beispiel, diese Junk, die der ideal ist. Ja, ja. Erinnerst du dich an sie? Jan. Das ging herrlich normal. Sie war mal dein Petenbruder, du weißt doch. Erinnerst du dich an sie? Ach ja, die. Ja, die war reizend, wenn ich mich recht erinnere. Die hat sich sehr für meine Briefmarken interessiert. Was ist denn noch hier geworden? Sie hat geheiratet. Jemand anderes. Oh. Ja. Susanna ist ein schrecklich kompliziertes Mädchen, scheint mir. Hat sich nie wirklich entschieden, was sie will. Weißt du, ich finde, eine Frau muss sich früher oder später einfach entscheiden, was sie will. Man sieht es doch an so Leuten wie Caroline zum Beispiel. Weißt du, die Cutie von Mrs. Brighton? Die sind sie damals als Stück. Ich bin eine Trantüte und ich werde immer eine Trantüte sein. Gut, aber dann kann doch wenigstens jeder sie als Trantüte akzeptieren. Macht doch alles so viel einfacher. Ja, völlig richtig. So, können wir? Ja, toll, so weiter, dass wir zusammen als Schwiegertochter abfinden müssen. Wir sollten das Beste daraus. Oh Gott, ich glaube, ich habe die Schatz. Wir sollten das Beste daraus machen. Ja, wie man sich bettet, so liebt man. Genau. Und da kommt mir eins der Probleme zu liegen. Tatsächlich, ach, ey.
das von den Reynolds anziehen? Es gibt doch das kleine Graue. Ach so. Oder das Blaue? Ja. Halt, das ist ja nicht gebügelt. Oh. Du entscheidest lieber Streifen oder das andere. Ja, nur das Streifen oder das andere. Ja, oder das Graue. Oh. Gut, ich habe jetzt schon, ich ziehe das andere an. Gut. Ich habe mein Aufkleber im Schrank, in Fallers alten Zimmer. Da liegt im obersten Bord eine kleine schwarze Handtasche. Also, kleine schwarze Handtasche. Gut? Danke. Weißt du, ich finde überhaupt nicht, dass diese Schlafzimmerbände spricht. Es leckt bloß irgendwo durchs Dach. Was ist denn an? Sehr wenig. Erstaunlicherweise ja. Ich habe hier deine Kekse. Sind das auch die richtigen? Ja, deine Lieblingskekse. Ja, aber da nützen sie mir überhaupt nicht. Sie müssen hier hin. Hast du es denn bequem? Dann kann man nicht sagen, nein. Soll ich dir vielleicht was in den Rücken stopfen? Ja, das war eine gute Idee. Ah, was machst du denn? Möchtest du vielleicht ein bisschen lesen? Wie soll ich denn mit dem Rücken lesen? Nein, schau mal. Ich kann überhaupt nichts machen. Das ist zum Wahnsinnig werden. Zum Wahnsinnig werden! Du, ich wollte mich runterziehen, mir die Socken an und zack! Hat umgereicht. Ja. Ja, ich bin wirklich der Letzte, der ins Bett gehört. Ich bin ein aktiver Mensch. Ich muss in Bewegung sein. Ich muss in Bewegung sein. Ich werde wahnsinnig, wenn ich da rumliegen muss. Ich werde verrückt, wenn ich da rumliegen muss. Ich schwöre dir, ich dreh durch. Ich dreh durch! Hier ist sicher was dabei, bitte. Also. Ich liege jetzt seit heute Morgen hier und ich sterbe schon vor Langeweile. Was ist mit dem hier? Total langweilig. Was hat der Arzt gesagt? Das weiß man ja. Ich liege doch Weihnachten hier rum. Ich hab doch keine Ahnung. Hat doch keine Ahnung, der Idiot. Ich hab mal wieder Geld gehabt. Und weg ist er. Die sind zur Entspannung. Das Einzige, was sie bewegt, ist, dass ich alles doppelt sehe. Das ist doch was für dich. Ach, ich habe keine Zeit zum krank sein. Ich habe so viel zu tun. Also, hast du den Rohr angerufen wegen der Sitzung? Ja, die ist abgesagt. Und das, hast du das Telegramm nach Glasgow geschickt? Ja, und ich habe bei Sheriff angerufen, Bescheid gesagt, dass du nicht kommst. Ach. Und ich habe nach Amerika telegrafiert, dass sie dich unter unserer Nummer erreichen können, wenn es dringend ist, okay? Oh, gut. Ich weiß gar nicht, warum du dir eine Sekretärin lassest. Also, wir mal zurück, ja? Wie, wohin gehst du? Ja, habe ich dir doch gesagt. Die Einladungsparty bei Malcolm und Kate. Heute Abend? Ja, wir sind beide eingeladen. Ich habe angerufen und erzählt, was passiert ist. Ich habe gesagt, dass ich bloß für ein paar Minuten vorbeikomme. Und was ist mit mir? Ja, ich bin ja gleich zurück. Du willst doch nicht ernsthaft zu Malcolm und Kate gehen. Ja, ich habe doch gesagt, dass ich hingehe. Den ganzen Abend das junge Glück anschauen. Es sind nur eine Menge andere Leute da. Also wirklich kein Mensch vermissen. Ich habe gesagt, dass ich komme. Der Hof ansagt ab. Nein, ich will hin. Warum? Naja. Was willst du denn da? Naja, es ist bloß... Naja, also wenn du es unbedingt wissen möchtest... Es ist bloß, Susanna kommt auch. Susanna? Ja, und ich möchte sie gern wiedersehen und heute Abend ist eine gute Gelegenheit und ich habe mir gedacht... Und Trevor? Ach so, ja, kann sein. Kann sein, natürlich ist er da. Sei denn, es hat ihn genauso erwischt wie mich. Jedenfalls, darum möchte ich hin. Und wenn du wählen könntest zwischen Trevor und mir, würdest du dich für Trevor entscheiden? Nein! Doch! Nein, Quatsch! Nein! Nein, es ist bloß... Also ich habe gehört, dass die beiden riesengroße Probleme haben. Susanna, diese blöde Kuh, die hat doch keine blasse Ahnung. Die kapiert nichts von Trevor. Ja, ich weiß, Trevor ist manchmal unmöglich, aber ich glaube, ich kenne ihn besser als irgendjemand sonst. Oh ja, ja. Ja. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich mit den beiden spreche, bevor sie irgendetwas tun, was ihnen hinterher Leitung könnte... Zum Beispiel, dass sie ihn erschießen. Albert. Du weißt doch genau, Trevor ist ein wahnsinnig verwöhnter, egoistischer, egozent, unglaublich selbstleidiger Kerl. Ja, ich weiß. Also. Bloß sehen Sie mich, ja? Ich schwöre dir, da ist ein Buch. Dann? Ja? Du gibst mir immer noch den Vorzug? Im Großen und Ganzen schon. Ah! Was? Das scheint mir das voller Krümel. Ja, hier von den Keksen. Ihr habt gesagt, ich will keine Kekse. Vorsicht! Ja, schau! Ja. Na, guck dir das an! Da könnt ihr natürlich drin liegen, mit dem Rücken wutscheuert, wenn du dich vergnügst auf deiner Party da. Könntest du freundlicherweise mal ganz kurz still liegen, ne? Was dann? Also, es ist so. Jetzt hören wir dem Gejammer auf. So schlimm ist es auch wieder. Es ist nicht die Bandscheibe, nicht das Gebrochen, es ist bloß ein kleiner, winziger Muskel. Es ist kein kleiner, winziger Muskel, es ist der Hauptbewegungsfluss, der hinten durch Rückenmark verläuft. Ganz wie du meinst, nicht. Tut ja mir leid, mein Kleiner. Ja, danke für dein Mitgefühl. Ich bin ja gleich zurück. Hm? Also, mach's gut, ja?
Schön groß an Feller. Sag ihm, was ich hier tut, Schatz. Sag im Bett liege. Das ist auf halbe Ahnung. Ah. Himmlerschutz werden Mein anderen Stiefel, wo hast du ihn gelassen? Da ist ja nur ein Stiefel. Ich glaub's. Hey, bitte, pass auf, bitte. Was ist das? Wo ist das? Wo kommen die Dinger her? Wo kommen die Dinger her? Hab ich heute mitgebracht. Was hab ich gar nicht mitgebracht? Ja, du kriegst eben auch nicht alles mit. Was ist denn da drin? Kleine Überraschung, nichts Großartiges, kleines Einzugsgeschenk von mir für dich. Oh, du bist so süß. Ja. Was ist das? Moment, wenn alle gegangen sind. Ja, dann. Ein Bügelbrett! Ah! Okay, ein Bügelbrett. Das wird sehr gut, Bügelbrett sein können. Ja, Bügelbrett. Und das wird eine richtig gute Party heute. Na, hoffentlich. Hundertprozentig. Muss dir was sagen. Das Brett, das du in der Küche angebracht hast. Ja. Ist wieder von der Wand gefallen. War nicht schön. Dabei war ich so vorsichtig. Ich hab dir doch gesagt, dass es nicht für schwere Sachen ist. Ich hab bloß die Marmelade drauf. Marmelade, ja. Ich bin extra nicht so nah rangegangen, falls es runterfällt. Ja, danke schön. Hab ich noch Zeit für den Bad? Ja, wenn du dich beeilst, dann, ja. Ist dann alles fertig? Also, das ganze Essen kommt auf den großen Tisch. Ja. Die anderen habe ich freigehauen für die Getränke und ihre Mäntel, die können die Leute oben aufs Bett schmeißen. Ja. Oh Gott, ich muss das sag mal, wo hast du jetzt meinen anderen Stiefel? Ich hab nicht die geringste Ahnung, wo dein anderer Stiefel sein kann. Ich will heute dein schönes Stiefel abholen. Welches? Das Schöne. Ah, ja. Das mach ich. Das steht hier so gut. Okay. Das wird eine richtig gute Party. Wer kommt für alles? Ah, alle. Ich habe alle eingeladen. Aha. Nur Nick, der kann nicht kommen. Ach. Der hat einen guten Rücken der Arme. So. Kann er dann nicht, muss heute früh passen. Sie kommt aber trotzdem. Gut, wer kommt sonst noch? Ken und Marcus natürlich. Aha. John und Dorothy. Wilfried und Gareth. Gwen und Smile. Dick und Lottie. Gordon und Mark. Hey, Gordon. Trevor und Susanna. Trevor und Susanna. Wir waren schon zweimal bei ihm eingeladen. Ja, aber Treffer und Susanna, da. Ist ja gut. Also schön. Wo ist es denn? Was? Mein Hemd. Ach, das hängt im Bad. Ich hab's gewaschen. Sehr gut. Kannst du mir das Wasser einlassen? Ja, mach ich. Wasser rein.
aus wie ein Schwein. Ah, macht nichts. Fällt sowieso keinem auf. Lass das bitte. Und bitte gib heute Abend nicht wieder zu viel Trinkgeld. Was? Zu viel Trinkgeld? Ja, wie letztes Jahr. Das mögen die Kellner nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie protestiert haben. Ich habe irgendwo gelesen, dass zu viel Trinkgeld genauso peinlich ist wie vielleicht sogar schlimmer. Weil der Bursche vom Wohlgänger hat es sehr gerne genommen. Der Spanier? Was, war der Spanier? Der hat doch das ganze Gesicht gegrinst. Ja, und wie kennst du die Spanier nicht? Das war ein Ausdruck höhnischer Verachtung. Furchtbar peinlich. Also, gehen wir. Du, also, Schatz, ich dachte, du bist jetzt Italiener. Ja. Ja. Achso,
Trevor, wie geht's denn, wenn ich fragen darf, zwischen dir und Susanna? Hm? Ich meine, wir versuchen immer noch irgendwie eine Lösung zu finden. Verstehst du? Ja. Verstehst du? Ja. Ich weiß nicht, ob wir es packen, aber immerhin, wir versuchen es, wir arbeiten dran. Versteht ihr? Ja. Aber es ist wahnsinnig anstrengend. Ich meine, wenn man sich einmal verpflichtet hat, auch eine Verpflichtung, so wie Susanna und ich uns verpflichtet haben, dann bist du einfach in dieser Situation, dass du immer noch gibst. Ne? Dass du noch bis zur völligen Selbstaufgabe gibst, also abgibst. Ja. Abgibst. Ja. Abgibst. Als würdest du runtergezogen oder runtergedrückt, als würde sich etwas auf dich herabsenken. Ein riesiger Brocken. Stein. Ein gigantisches Gewicht. Ah ja. Wer war es mitgekriegt? Da kann man nichts an. Gigantisches Gewicht. Naja, warte, bleib nur ein bisschen vorschauen. Ja. Oh, Pressekonferenz. Lass die Klinge da. Ja, mach ich mal auf. Trevor, ich muss dich kurz mal bitten, rauszugehen. Oh, Tracy, entschuldige, war mit meinen Gedanken gerade völlig woanders. Aber sag mal, Tracy, Kate, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was das alles hier soll? Ich meine, was soll das hier alles, bitteschön? Du und ich, nimm dich und mich zum Beispiel. Wir werden als unschuldige Kinder in diese Welt gesetzt. Wir beginnen unser Leben als unschuldige Kinder. Ja, das kann man so sagen. Hast du dich schon mal genauer mit Kindern beschäftigt? Oh ja, ich liebe Kinder. Ja, ich nämlich schon. Du musst dich unbedingt genauer mit ihm befassen. Ja, muss ich. Ja, und dann schau dich an. Ich meine, du wirst angewidert sein von dem, was aus dir geworden ist. Nenn mir drei, mehr verlange ich gar nicht. Drei Gründe, warum du dich nicht jetzt, hier, sofort, auf der Stelle, aus diesem Fenster da stürzen solltest. Drei Gründe. Ich habe nichts an. Drei Gründe. Ja. Ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich verstehe schon, was du meinst. Bist du sicher? Ich meine, du schaust mich an, als wüsstest du nicht so genau, wo du bist. Ich bin nicht deiner Meinung, aber ich verstehe schon, was du meinst. Nicht nur... Also Tracy, entweder du denkst die Dinge nicht richtig zu Ende oder du bist ein einfacher, glücklicher Mensch. Ja, Zweifel für die Angeklagte. Ja. Alter, schon Leute, du. Mike, Dave, Bram, Emma, Gareth, Bram, Rob, Terry und, Susanna ist inzwischen auch da. Also, Trevor, für heute Abend, ja, gilt folgende Regel. Kein Streit mit der eigenen Frau, mit allen anderen Frauen, die gern, ja, aber nicht mit der eigenen, ne? Das musst du ihr sagen, nicht mir. Trevor, ein falsches Wort, du freaks aus. Ich muss dir sagen, Susanna ist wirklich gut vor, ja. Ich mach die Tür auf, sie bringt Tränen aus und rein in den Keller. Hier, komm mal, ich mache das gerade da. Hey Leute, daran bitte nichts aufhängen! Das wird euch. Ich sage gar nichts, sonst komm schon. Ich hatte keine Ahnung.
das ist eine Party, da kommen viele Leute, da hat man Spaß und da hält sich Häppchen, ja, und das ist schön, dass du auch bekommen hast. Ja. Ja. Wir haben ganz gut Spaß miteinander, glaube ich. Schön. Ah, du, da kommst. Entschuldigung. Entschuldigung, ich weiß nicht, inwieweit du es mitbekommen hast, aber zwischen Trevor und mir läuft im Moment einfach alles schief. Ja. Ich habe schon was munkeln hören. Inzwischen hat wohl jeder so was munkeln gehört. Weißt du, wir sind beide nicht mehr gut verheiratet. Okay.
klar. Tu die Mäntel einfach zur Seite. Okay, gut, danke. Ich weiß wirklich nicht, was mit mir los ist. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Nein, nein, das ist... Okay, also... Bis gleich. Meine Güte, der Laden ist vielleicht runtergekommen. Ja, das kannst du laut sagen. Ein fürchterliches Essen. War dreimal so teuer. Ja, du hattest völlig recht, absichtlich zu wenig Trinkgeld zu geben. Aber ich habe nicht absichtlich zu wenig Trinkgeld gegeben. Ich hatte bloß nicht genug Geld dabei. Diese Spanier sahen noch trostloser aus als letztes Jahr. Ja, geschieht ihm recht. Reinste Wegelagerei. Ja, und der Spargel war aus der Dose. Ja, aber nicht übel. Nein, er war gut, aber aus der Dose. Ja, garantiert aus der Dose. Ich bin mir mit meinem Kleid noch nie im Leben so unpassend angezogen vorgekommen. Wir alle in ihren bunten Schlapperhosen. Keiner von den jungen Männern hat einen Schlips und... Ach ne, das hat mich nicht gestört. Und was ich äußerst bizarr finde, das sind diese Etiketten, die sie auf dem Hintern und überall aufgelegt haben. Also ehrlich. Ich kann doch nicht ernsthaft lesen wollen, was die Leute auf dem Hintern schreiben. Das geht wirklich zu weit, muss ich sagen. Ich bin, Alter, zu dumm geniert, wenn irgendwo ein Etikett rausgeguckt hätte. Oder, wir haben gelegentlich mal ein Etikett sehen lassen, also glaube ich, also innen am Verkennen. So, naja, dann wollen wir uns mal wieder aufs Dach kümmern. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin noch ziemlich hungrig. Ja. Ehrlich? Ja. Ja, auch ein bisschen. Sie sind noch Sardinen. Ah, Sardinen. Ja, das klingt verlockend. Auf Toast? Ja, warum nicht? Wenn schon, dann das volle Menü. Weißt du was? Na? Wir machen heute mal etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Na? Wir essen im Bett. Im Bett? Sardinen auf Toast im Bett. Weißt du noch? Du bist so... fies! Fies und brutal!
Pazifist. Und hätte ich bloß von diesem Typen gehört. Welchen Typen? Bei dem wir vor unserer Hochzeit waren, den Handleser. Was? Also Moment, der hat ja vollkommen recht. Der hat gesagt, dass du ein potenzieller Gewalttäter bist und du vollkommen recht. Alles, was ich von zu Hause hatte, alle meine Porzellantriebe. Ich entschuldigt, ich habe gesagt, ich kaufe dir neue. Ich will aber keine neuen, ich will die, die du zerschmissen hast. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Aha! Und warum bist du dann mit einem Schnubbel auf sie losgegangen, wenn du sie nicht mit Absicht kaputt machen wolltest? Warum nicht? Ich habe eben Lust, mit einem Stuhl um mich zu schlagen. Warum darf ich nicht mit einem Stuhl um mich schlagen, wenn ich Lust dazu habe? Es war mein Stuhl! Oh! Gerade bei dir habe ich getan, was ich konnte, habe ich
ins Zeug gelegt, damit die Sache läuft. Ich glaube, du wusstest meistens nicht mal, ob ich da bin oder nicht. Was? Natürlich habe ich das gewusst. Weshalb ich dich auch verlassen habe und das hat dich offensichtlich auch nicht weiter gestört. Moment, Moment, was? Ich habe gelitten, ja? Was meinst du, ich habe dich gebraucht? Ja, das habe ich daran gemerkt, wie du mir hinterhergelaufen bist. Naja, ich dachte, du würdest zurückkommen. Nein, nein. Ja, macht ja nichts. Wie geht's sonst so? Bestens. Wer kann das schon für sich behaupten? Entschuldigt bitte. Ernst Mantel, Dorothy's Mantel, Abigail's, Gates, Abigail's Mantel, Abigail's Mantel! Das ist meine letzte Warnung, ja? Ich mache immer alles kaputt. Ja, das stimmt. Hat Susanna gesagt, dass ich immer alles kaputt mache? Recht hat sie, sogar dich habe ich kaputt gemacht. Nein, das hast du nicht. Oh, doch. So kaputt gemacht, dass du in deiner Verzweiflung losziehst und den erstbesten Typen heiratest, der über den Weg läuft. Also das ist nicht dein Nett gegenüber, Nick. Nein? Nein. Na ja. Ich liebe den Roman. So wie du mich geliebt hast? Nein, ich dich nicht geliebt habe, sondern wie ich Nick liebe. Ganz anders, Gott sei Dank. Weißt du, Nick, fühle ich mich einigermaßen gewachsen. Ich glaube, mit dir... Ich muss dich jetzt mit dem Schlamassel allein lassen. Schon gut.
Aber Janke. Malte bis unten und verabschiedet gerne. Hoffentlich kommt Susanna heil nach Hause. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn du gehst nach Hause, Schlange. Ich kann doch jetzt nicht nach Hause. Warum nicht? Wie soll ich denn jetzt nach Hause? Susanna zum Beispiel. Macht sie sowas? Ja. Ja, könnte durchaus sein. Willst du die Nacht noch dahin? Ja, wäre wohl das Beste.
Du kannst anrufen. Nein, sowas muss man von Mann zu Mann besprechen. Wird bestimmt nicht spät. Okay, dann warte. Okay. Sag mal, bist du sicher, dass das dein Mantel ist? Nein, das glaube ich nicht, mein Mantel. Du bist wirklich wunderbar, Kitty. Essen, Tassen! Moment noch! Ja, es wird kalt! Ich muss mich nur eben noch fertig abschminken. Kannst du doch hinterher machen. Mit der Schminke im Gesicht gehe ich nicht ins Bett, lieber. Das sieht ja vielleicht ganz hübsch aus, aber muss ja auch keiner die Wäscherei selbst bezahlen. Na gut, hat sowieso schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten? Von Sardinen weit und weit keine Spur, musste auf Sport ausweichen. Machst du keinen Sport? Sardinen sind mir lieber. Das ist dasselbe, Fisch ist Fisch. Na, also, ja, ich war in der Vorratskammer. Darum bin ich davon ausgegangen. Ich mag nicht unbedingt alles, was ich kaufe. Ich hab immer das Vorrat gedacht, für Notfälle. Ah, altbewährte eiserne Ration, was? Ich habe von allen ein bisschen was eingekauft. Ich glaube, es gibt sogar Grützwurst in Dosen und das habe ich, weiß Gott, nicht vor zu essen. Also, dann esse ich sie immer alleine. Nein, lass mir ein bisschen was übrig. Ah, oh, sag mal, wir haben die Heizdecke nicht eingeschaltet. Was? Nein, haben wir vergessen. Also bitte ein Stück zur Seite, Olli!
mein Körper ist unfähig, sich zu rühren. Wenigstens nur mein Brustkorb runtergehen und bin so schwer. Ach, ich bin nicht schwer. Für meinen Größe habe ich ziemlich genau das Ideal gewesen. Ja, du bist immer noch schwer genug. Trevor. Das damit endete, dass Trevor mich küsste. Und um ganz ehrlich zu sein, dass ich Trevor küsste. Oh, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Ja, danke. Du erwartest hoffentlich nicht, dass ich vor Wut an die Decke gehe. Heftig reagiert. Ja. Verstehe ich. Es sind Berge von Essen über mich gelegen. Macht er nichts. Ja, macht er nichts. Ich hab bloß unten im Magen gesessen, weiter nichts. Ich bin so froh, dass du rausgekommen bist. Als ich gesehen habe, dass du Trevor rausschmeißt, da bin ich sofort wiedergekommen. Also, er kommt wieder.
kommt wieder hierher. Ja, er ist nur mal kurz zu Jan und Nick. Jan und Nick? Ja. Hat er nicht schon genug angerichtet? Naja, er wollte ein paar Sachen klären. Moment, du hast ihm gesagt, er soll wieder hierher kommen? Ja. Wie will er denn hier reinkommen? Naja, ich habe ihm gesagt, dass ich auch bleibe. Oh, du hast dir nicht alles hoffentlich klar, ja? Nein. Naja, wenn das so ist, dann werden wir heute Nacht nicht besonders viel Schlaf kriegen, oder? Oh, das könnte sein. Na dann. Schatz, was machst du da? Wenn du nicht ins Bett kommst, dann kann ich sowieso nicht schlafen. Dann kann ich auch anfangen, was Sinnvolles zu tun. Also fangen wir mit an. So, jetzt hol ich mich ganz schnell die Werkzeugkiste und dann hau ich das Ding in 0, nichts zusammen. Bis jetzt. Oh, wunderbar. Bist du allein oder hast du da noch jemanden drin?
Was? Gib schon her. Ach so. Ha. Ja, danke. Kreuz schlägt seinen Kopf, schau, wie er sich vorbeugt. Ja, danke. Also, was können wir für dich tun, Trevor, nachts um 10 vor 1? Tja, soll ich übernehmen? Ja, ja. Ja, schon gut. Ich mache uns Tee und dann muss ich mir noch die Haare füllen. Ja, danke. Sieht so aus, als brauche ich Imbus. Wen? Imbusschlüssel. Geh ins Bad. Nee, ist im Bad. Ich hole ihn gleich wieder da. Also, Nick. Na. Heute Nacht ist etwas passiert, das du unbedingt wissen solltest. Na? Jan und ich, wir haben uns auf dieser Party getroffen und Susanna kam rein. Also, es ist nichts passiert. Es ist definitiv nichts passiert, aber es war mir sehr wichtig, dass du es als Erster erfährst. Danke. Es war mir sehr wichtig, weißt du, Nick, ich weiß ja nicht, ob du davon gehört hast, aber ich mache doch gerade diese Phase durch, diese Susanna Hausfeld-Phase. Weißt du, das ist immer auf dieser Strecke, weil man ist in so einer Position, in der man immer noch liebt und man liebt und liebt und man hat gleichzeitig dieses Gefühl, als würde man erdrücken, verstehst du, als würde sich langsam aber sicher etwas auf einen herabsenken und das einen langsam aber sicher erdrücken. Verstehst du, was ich meine, Nick? Ja, klar, verstehe ich gut. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Also bis bald. Ja. Trevor, ich würde dich gerne zur Tür bringen, aber ich habe dir den Rücken frei. Tut höllisch weh. Mach dich. Und wo ist sie? Na, immer noch unten im Bad. Was macht sie denn da? Na, ich weiß auch nicht. Als ich eben auf dem Weg in die Küche an der Badezimmertür vorbeigekommen bin, habe ich gedacht, ich höre Stimmen. Stimmen? Naja, scheint sich mit jemandem zu unterhalten oder sie führt Selbstgespräche. Oder sie benutzt unser Bad für konspirative Zusammengriffe. Naja, man weiß nie. Also, sie ist überhaupt ein sehr eigenartiges Mädchen. Ja. Also, ich hoffe, sie braucht nicht mehr allzu lange. Ich möchte so gerne wieder in mein Bett. Du gehst jetzt erstmal da unten auf Wache über und bringst sie rauf, wenn sie fertig ist, was immer sie dann treibt. Na gut. Aber es ist furchtbar kalt und der Ofen ist nämlich ausgegangen. Ach, das ja. Noch. Seid ihr fertig mit eurer Besprechung? Ich weiß nicht, ob der fertig ist. Ich bin fertig. Was machst du denn? Trevor? Er ist eingeschlafen. Ich glaub's nicht! Wie lieb ich, der kann ja nicht schlafen. Mach auf! Mach auf! Mach auf, machen! Los, komm! Komm! Wieso kann er nicht zu Hause schlafen, der andere Mensch auch? Susanne, ich bleibe nicht alles. Gut schon. Ich bin jetzt mal die Haare füllen. Ich werde den Bändchen und schmeiße ihn raus. Wirklich das Letzte. Willst du vielleicht, dass ich ihn jetzt gleich nehme? Ja. Dann fängt er bloß wieder an, mit dir zu reden. Schon gut lassen. Also, wir fangen an. Holzplatte A bildet die Rückwand des Kommodenteils, Abbildung 1. Holzplatte A. Ah ja. Genau, also. Sehr merkwürdig, die Susanna. Du bist ein sehr merkwürdiger Mensch. Da hast du recht. Querträger B, was ist Teil? Sie hat mir was ganz Komisches erzählt. B, sag, muss ja mit Querträger B nicht beliefert werden. Sie hat gesagt, dass sie sich von irgendwelchen Mädchen auf der Straße angezogen fühlt. Wer hat das gesagt? Susanna. Ha! Hätte nicht gedacht, dass sie so eine ist. Ich glaube nicht wirklich, dass sie so eine ist. Na, Querträger B. Das wird man ja anmerken, wenn sie so wäre. Warte mal, das ist doch nicht normal für eine Frau, dass sich von Mädchen auf der Straße angezogen fühlt. Und das bei dir etwa auch so. Da bin ich doch auch. Nein. Du doch. Du bist eine stinknormale Frau. Jo. Das klingt nicht besonders aufregend, finde ich. Du bist mir gerade recht, Sperry.
Platz C für die zweite Schublade. Und du findest mich nicht zu normal. Wie zu normal? Naja, dir kommt das eine oder andere unter die Augen und dann denkst du, naja, vielleicht verpasse ich ein paar schöne Dinge im Leben. Wie meinst du das? Naja. Du bist doch glücklich, oder? Schon. Ich denke ja nur, dass ich vielleicht, dass ich vielleicht ein bisschen aufregender sein könnte. Ah, du bist schon ganz in Ordnung. Was? Findest du mich so ein klitzekleines bisschen aufregend? Klar doch. Ich bin total verrückt nach dir. So, wo ist jetzt die Verschleierung? Einmal hinaus. Wo geht's denn hinaus? Naja, ich habe mir diese Hefte bei dir angesehen. Hefte? Was denn für Hefte? Die du in der Kommode unter den Socken versteckt hast. Ah, ja, die. Hat mir ein Kollege gegeben. Hab nicht mal reingeschaut. Ich aber. Nein, ich meine nur, dass ich vielleicht ein bisschen aufregender sein könnte für dich. Ich finde die Vorstellung schrecklich, dass du mich langweilst. Also, ich langweile mich nicht, ich suche bloß sperrige Zähne. Aber du sagst mir doch, wenn du dich mit mir langweilst. Oh, natürlich, natürlich. Und ich verspreche dir, dass ich es dir sage. Was? Wenn ich mich mit dir langweile. Ja, aber langweilst dich doch nicht mit mir. Nein, meistens nicht. Wie? Du meinst bei mir im Bett hier? Dann höchstens ein, zweimal. Gelangweilt? Nein. Nur, dass ich dann an was anderes denke. Denkst du an andere Männer? Nein. Ich denke an harmlose Alltäglichkeiten. So zum Beispiel, ob wir in den Flur einen Teppich legen sollen oder über die Tür. Du meinst also mit anderen Worten, ja, dass du, während ich dir mein letztes gebe, ja, da liegst oder dir, wenn du denkst. Ganz selten mal. Nein. Ich gehe bloß raus auf den Flur. Warte, ich will doch bloß nicht langweilen. Oh, Herr Susanna, komm rein, Liebes, wie geht's dir? Die Spinne da, ja. Wir wollten gerade ins Bett gehen. Ich glaube, wir müssen noch unseren Kakao. Oh, wir trinken auch Kakao. Manchmal auch heiße Milch, aber normalerweise Kakao. Und was ist los? Loyalität der Frau gegenüber, die einmal heiratet.
Trotzdem, Miriam, er verachtet mich. Ach, Unsinn. Weißt du, was es bedeutet, wenn man nicht beachtet wird? Oh ja, schon. Doch, das weiß ich. Zwischen wir doch alle. Jedem von uns passiert es irgendwann einmal, dass er nicht beachtet wird. Ernest beachtet mich oft überhaupt nicht. Ich muss ihm alles dreimal sagen, ehe er meinen Finger rührt. Ich meine nicht nur die geistige Entwicklung. Ach, ich verstehe. Es geht um das ewige uralte Problem. Zum Teil. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, wenn das Sex sein hässliches Haupt erhebt, dann schließe die Augen und tu es für England. Zweimal Kapaulierschaft. Damit, welches Thema ist denn gerade an der Reihe? Darum geht's also dann. Wir haben über körperliche Beziehungen gesprochen. Ah ja, tatsächlich, ja, das ist sehr, sehr schön. Die Ursache für all die Probleme. Hat sie das gesagt? Nein, ich habe gesagt. Ja, so ungefähr. Na, haben wir irgendwelche Probleme gehabt? Also, mir gar nicht aufgefallen. Ich hatte nie eins, glaube ich. Also, oder vielleicht habe ich heute eins, aber dass ich damals eins gehabt habe, da habe ich gar nicht so viel Pläne. Liebe, was hältst du davon, wenn du für einen Moment ins Badezimmer gehst? Das ins Badezimmer? Ja, nur für einen Moment. Ach so, ja, ich verstehe. Ja. Ach so, nein, Ernest, du musst nicht rausgehen. Ist doch, er muss. Gut, falls man mich sucht, ich bin im Badezimmer. Nein, wir reden einfach nicht über sowas. Wir haben nie über sowas geredet. Da wurde jedes viel zu viel darüber geredet. Ich finde, die meisten Menschen sind viel glücklicher, wenn man sie einfach in Ruhe machen ließe. Na gut, aber wenn man Probleme hat, ich meine komplexe... Ja, wenn du Probleme hast, dann gehst du zum Arzt. Redest mit ihm. Mit dem reden sie gerne über sowas. Meine Liebe, sei Interesse an dem Thema ist schon was makaber für einen Mann in seinem Alter. Meine eher seelische Probleme, die Auswirkungen darauf haben, wie wir mit allem anderen umgehen. Weißt du, ja, ich habe körperliche Angst vor Trevor. Er ist sehr heftig, sehr, sehr leidenschaftlich. Und ich glaube, ich kann so einfach nicht sein. Ja, hüte deinen Verkauf. Ja, das ist schwierig. Sogar dann ist natürlich nie. Ich war hauptsächlich damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass er mich überhaupt warm wird. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Worüber? Diese seifere Beziehung zwischen deinem Mann und mir. Du liest deinen Kakao nicht. Oh, nein, magst du nicht? Doch, er ist ganz wunderbar. Möchtest du was anderes? Nein, danke. Komm, du kriegst mir das. Ich mach dir das. Ja, da liegt ein schweres Problem für dich. Weißt du, genau das, was wir dagegen unternehmen. Aber warte, ich bin gleich wieder zurück. Er fängt an zu streichen. Er geht ja gleich. Ja, bitte, bitte. Warum machst du nicht Platz und legst dich hin? Ich werde mich bemühen, in Zukunft weniger langweilig zu sein. So hab ich das doch gar nicht gemacht. Morgen Abend setze ich mir einen witzigen Hut auf, wenn ihr ins Bett kommt. Was? Ich hab gesagt. Also ich doch, ich hab auch nichts. Ein Zoll gewinnt, der berührt diese Dinger. Ein Zoll? Ach, vergiss es. Ah! Hat mir doch keiner gesagt, dass ich langweilig bin. Ich hab schon einige hinter mir, das kann ich dir sagen. Ja, ich weiß, das hast du mir erzählt. Die haben dich nicht gelangweilt. Keine Frau hat sich gelangweilt. Keine Frau, die jemals mit mir im Bett war, hat sich über Langeweile beschwert. Die hatten ganz andere Sachen im Kopf. An einer Stelle würde ich mich mal fragen, ob vielleicht mit dir was nicht stimmt. Ja, aber genau das frage ich mich. Ja. Hast du allen Grund, so wirklich allen Grund? Frag doch mal Doreen Foster, ob die sich bei mir gelangweilt hat. Die kann dir was erzählen.
Vertrauen. Selbstvertrauen. Ich bin nicht unattraktiv. Ich bin attraktiv. Und die Leute finden mich immer noch attraktiv. Keine Angst vor Menschen. Menschen sind keine Bedrohung. Nichts, wovor ich Angst haben muss. Hey, ich hole nur ein Buch, mach nicht weiter. Hier, Tom Brown Schulz, jetzt sagenhaft, also mach nicht weiter. Also ich warte. Das Schlimmste ist, dass sie auch furchtbar launisch, unberechenbar, unzuverlässig und egozentrisch sein kann. Komisch, ich hatte immer das Gefühl, dass Jan ein sehr, sehr sanfter Mensch ist. Ehrlich? Ist das nicht merkwürdig? Dass ein und derselbe Mensch für den einen etwas völlig Negatives und für den anderen etwas völlig Positives sein kann. Ich erinnere mich an eine Situation, das war sehr wichtig für Jan und mich, weißt du? Scheiße, was machst du? Wir sind ans Meer gefahren damals. Es war einer dieser Tage, an denen vermeintlich alles ganz dramatisch, aber so ist er vorsichtig. Pass auf, dann kannst du mir gleich sagen, dass du die Füße vorher Entschuldigung, der Trevor. Dann nicht nur die Schuhe, sondern einfach mal weg runter. Er tut dir doch gar nicht. Er tut endlich, er nicht davon weg. Ich kann sie leiden, wenn sich die Leute auf mal weg runter. Entschuldigung, konnte ich ja nicht wissen. Ja.
Anbetracht hat kein Mensch in diesem Haushalt scheint zu wissen oder zur Kenntnis zu nehmen, dass ich in einer sehr schlechten körperlichen Verfassung bin, dass ich wirkliche Schmerzen habe, die nicht davon besser werden, dass ich ständig irgendwelche Leute kreuz und quer mein Bett räumen kann. Oh Nick, das tut mir wirklich leid. Nimm die Finger weg! So viel lieber allein. Nick, du solltest mehr schlafen, dann wärst du nicht so gescheit. Nick, du musst spülen. Und kann mich vielleicht jemand dran erinnern, dass ich morgen früh aber Jules zu Hause anrufen muss? Ja, mach ich. Und mach dir keine Geschichten an der Küche, habt ihr verstanden? Machen wir. Hat der das klar? Hinten Arsch und Zwirn. Pass auf, dass das Dorfgespräch ist.
Tja. Hast du es geschafft? Kannst du mal bitte mit anfassen? Ja. Sofort. Ich bin so gespannt. Hallo Kate, hier ist Trevor. Wer sind Sie? Wie geweckt. Ja, ist gut, danke. Thank you.
frage nicht, was du an dem Kai gefunden hast. Das Schwert? Das stellst du nicht auf, wenn die deine erste Wahl ist. Dann nehme ich bloß noch eine zweite Wahl. Bitte lass uns schlafen, ne? War er gut? Gut? Im Bett. Warum wollen Männer das bloß immer wissen, ne? Ehrlich nicht, was soll ich darauf antworten? Die Wahrheit. Wenn ich sage, ja, er war traumhaft, dann muffelst du rum. Und wenn ich sage, nein, er war schrecklich, dann liegst du die ganze Nacht neben mir mit deinen rasierten Grinsen. Mann, das ist eine impertinente Unterstellung, ja? Wirklich? Hey! Ja? Hallo!
Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Oh, sag mal, ist Trevor bei euch? Auf dem Sofa.
Ich habe die Wieso? Ja, hallo? Trevor. Oh, hallo, Mom, was ist denn passiert? Susanna ist hier bei uns und sie möchte dich sprechen. Ja. Susanna, danke. Hallo, Trevor. Ernest. Hallo, Sue. Ja. Was hast du dir leid wegen gestern Abend? Nein, es war meine Schuld, es tut mir leid. Oh, ja. Ja. Ich finde, wir sollten es nochmal versuchen. Ja. Bist du allein? Nein, nicht direkt. Oh, ist sie bei dir, ja? Ja. Trevor, willst du immer noch was von ihr? Nein. Das war langsam weiter. Nick ist auch hier, er liegt hier im Bett. Nick, sag noch mal kurz guten Tag. Auf diese Zeit sage ich lieber einen guten Tag. Hast du gehört? Ja. Ich schlafe hier auf dem Sofa. Oh. Und du? Meine Mutter. Ah. Hör zu, Trevor, ich kann in 10 Minuten zu Hause sein. Ich habe den Wagen hier. Ja, kann ich auch schaffen, ja. Gut, also machen wir es so, ne? Ja. Dann bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Na, alles erledigt. Oh Gott, ich muss mich anziehen. Anziehen. Vielen Dank, Nick. Willst du nicht noch ein paar Leute anrufen? Geht nach Hause, zieh mich nur noch kurz um. Vielen Dank, Jan. Ich sorge dafür, dass meine Krämer den Kerl vor Gericht bringt. Das wird doch einmal ein bisschen weniger mutig zu sein, ja? Was? Thank you.
Ja, genau. Warte, ich sehe eben zu, dass ich sie noch erwische. Sie ist gerade hier raus. Ja, danke. Susanne! Ah! Telefon! Telefon! Susanne! Telefon! Naja, Malcolm und, na, Dings, seine Freundin, ich glaube, wir haben ihm gestern echt die Party versaut. Weißt du? Ja, und immerhin sind sie meine Freunde, weißt du? Ich möchte nicht, dass sie glauben, es sei mir egal oder so. Und, deswegen gehe ich, glaube ich, kurz nochmal bei den beiden. Was? Nö, Malcolm ist früh aufstehen, das macht dem nichts, keine Angst. Aber wir könnten uns doch dann dort treffen, dann gehen wir zusammen nach Hause. Ach so. Ja, gut. Okay. Also, das ist mein Name. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Also dann, vielen Dank für alles. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Kann mir nicht helfen. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Mädchen total verrückt ist. Nicht nur verrückt, sondern gemeingefährlich. Sie ist ganz niedlich. Total niedlich. Aber ganz niedlich. Ist es erlaubt, dass ich jetzt wieder in mein Bett komme? Ja, fühlt dich ganz viel zu raus. Du erwartest keinen Besuch mehr. Nicht, dass ich wüsste. Sag ich dir. Wenn ich erst mal liege, kriegt mich hier keiner wieder raus. Wenn du nicht willst. Doch, nein, sage ich dir. Ja. Wenn du Tee ans Bett willst, ja, dann musst du mich schon mit dem Eimer Wasser wecken. Ja. Thank you.
hier! Magst du ein Bad nehmen? Ah. Ja, so zur Entspannung. So ein bisschen Entspannung. Also gut, ja. Ja, okay, ich lasse. Nein, Lukas, du behältst mir im Auge, ja? Wieder zusammen auf einem Bett. Man kann es immerhin anfangen, ne? Hör zu, ich werde mir Mühe geben, dass ich nicht zu viel von dir verlange. Also mir ist klar, ich habe zu viel von dir verlangt. Nein, und nein, ein bisschen. Ja, es ist meine Schuld. Nein, Trevor, es ist meine Schuld. Nein, es ist meine Schuld. Trevor, es ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Oh Mensch, du zitterst ja hier kalt. Wow. Das war auch eine sehr anstrengende Nacht für uns zwei. Ich habe nachgedacht. Wir müssen was mit unserem Haus machen. Ich glaube, das ist wichtig, weißt du? Weißt du, ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass es bei uns schön gemütlich wird. Weil wenn es nämlich so richtig schön gemütlich ist, dann kommst du auch viel lieber nach Hause. Und ich werde anfangen zu kochen. So richtig gut kochen. Und ich werde dafür sorgen, dass du immer frische Sachen zum Anziehen hast. Was hältst du davon, Trevor?